es laggt wieder ein bisschen. Okay, dann schauen wir jetzt mal zu Konrad, weil Konrad können wir ja auch ausnehmen. Und vor Konrad steht Tilda. Und Tilda, mit der können wir natürlich auch reden. Aber erst reden wir mal mit... Erst reden wir mit Tilda. Hi. Hallo. Wenn du was kaufen willst, musst du mit Konrad reden. Ich arbeite hier nur. Was machst du denn vor Konrads Haus? Was machst du? Wir haben Konrad jahrelang unsere Erträge verkauft. Und er hat nicht schlecht daran verdient. Ich denke, es ist mehr als gerecht, dass er uns nun aufnimmt. Selbst wenn es nur vor seiner Tür ist. Was kannst du denn von dir so erzählen? Erzähl. Es sind schlimme Zeiten herangebrochen. Wir mussten unseren Hof verlassen. Und meine Söhne sind noch da draußen. Und ich weiß nicht, was mit ihnen ist. Es sind gute Jungs. Ich habe keine ruhige Nacht mehr, wenn ich nicht weiß, dass sie wohl auf sind. Kannst du mir nicht sagen, wie es meinen Söhnen geht? Es ist verboten, die Stadt zu verlassen. Das könnte dich doch nicht davon abhalten, einen Weg hier rauszufinden. Woher weißt du denn das? Wegen deiner Söhne. Wie heißen die Söhne? Beppo ist der Älteste. Er ist gar nicht erst mit in die Stadt gekommen. Hoffentlich ist er nicht den Banditen in die Hände gefallen. William hat sich freiwillig zum Dienst an der Waffe gemeldet. Und Marvin, mein Jüngster, ist in der Nacht auf und davon. Was zahlst du denn, alte Frau? Was zahlst du denn, alte Frau? Ich habe kein Gold bei mir. Aber wenn du es schaffst, die Stadt zu verlassen. Ja? Ich habe auf unserem Hof noch einen Notgroschen versteckt. Da sind ein paar Felle und die silbernen Kerzenleuchte von Uroma. Ich habe sie hinter der Scheune vergraben. Welcher Hof ist eurer? Der Hof auf dem Weg zur Vulkanfest. Ah ja. Ein Ordenskrieger namens Severin hat dort jetzt das Sagen. Ich werde mal die Augen offen halten. Oh, danke. Danke, ich... Ja, ja, schon gut. Okay, ich traf den ältesten Sohn Beppo. Dann lebt er? Ja, er lebt. Er hat einen Job bei, Den Ruin. Ruin. Aber ist das nicht gefährlich? Naja, aber er ist nicht allein. Er hat ein paar starke Kämpfer an seiner Seite. Er ist bei den Banditen. Eigentlich. Was ist denn mit deinem Mann? Was ist... Ingvar? Ach, der sitzt den ganzen Tag in der Kneipe und versäuft unser letztes Haar. Ah, sie ist mit der Ingwerwurzel zusammen. Was kannst du mir denn über Konrad zu erzählen? Was kannst du... Er hat das Haus voller Vorräte. Aber uns lässt er nicht herein. Er hat keinen Finger für uns gerührt. Nicht mal, als sie unsere Kühe geschlachtet haben. Erzähl mir davon. Die Weißen haben sie einfach mitgenommen. Und was haben wir dafür gekriegt? Ein paar Goldmünzen, die nicht ausreichen, um davon satt zu werden. Aber Konrads Kühe werden verschont. Er hat mit Carlos gesprochen und seine Kühe müssen nicht geschlachtet werden. Männer. Ja. Wo sind denn Konrads Kühe? Er hat sie in einem Gehege am hinteren Stadttor. Dort lässt er sie von einem Bauern bewachen. Ich weiß nicht mal, wie er heißt. Hat er überhaupt einen Namen? Er heißt Bauer. Nur unsere Elsa haben sie bisher verschont. Aber das sollen sie bloß nicht wagen, mir die Elsa wegzunehmen. Ja, und jetzt reden wir mal mit Elsa. Hallo Elsa. Oh, muh. Na, Elsa hat nichts zu sagen. Mir ist jetzt nicht nach Reden. So, dann reden wir mit Konrad. Ich hörte, du lässt Tilda nicht in dein Haus. Hat sie dir das erzählt? Die alte Hexe? Ich versorge sie mit Nahrung und stelle ihr großzügig Platz zur Verfügung. Und sie jammert und heult. Lass sie doch einfach drinnen schlafen. Komm schon. Hör mal, Bursche, misch dich nicht in meine Angelegenheiten ein. Hier bestimme immer noch ich, wen ich in mein Haus lasse. Ja, bist ja ein ganz netter. Hast du Arbeit für ein paar kräftige Hände? Nein, nein. Ich bezahle schon genug Arbeiter. Dann brauchst du vielleicht jemanden, der dich beschützt. Kannst mir ein bisschen Gold geben? Beschützt. Was soll das denn werden? Bedrohst du mich etwa? Nein, ich würde dich nie bedrohen. Banditen? Nein. Jetzt sag ich dir mal was. Passiert ja auch nur ein krummes Ding. Mach ich dich fertig. Zeig mir deine Wade. Was hat denn der dabei? Ja, noch nichts, was wir jetzt brauchen. Ganz interessanter Quest mit dem. Dass Konrad mit dir geschimpft hat. Mach dir nichts draus. Er ist ein gemeiner Kerl, der es nur auf unser Gold abgesehen hat. Ja. So. Okay.
den Klingenstab können wir auch noch nicht holen. Wir müssen diese zwei Quests höchstwahrscheinlich in der Nacht machen. Konrad hat ein paar Kühe hinterm Stadttor. Beim hinteren Stadttor. Konrad hält ein paar Kühe. Schon mal nicht schlecht. Und weiter? Er lässt sie von einem Bauern bewachen. Dann sieh dich dort mal um und sprich mal mit diesem Bauern. Was denn? Ach, okay. Jetzt müssen wir zu den Bauern rennen, dann müssen wir wieder zurückrennen und dann müssen wir... Wisst ihr was? Ich kürze die Quest einfach ein ganz klein wenig ab. Weil ich eh schon weiß, was wir tun müssen und spare uns einfach einmal hin und zurückrennen. Okay. Ja, leg wieder ein bisschen rum. Schön, wenn dir das Spaß macht, du blödes Spiel. Vorher werden wir mit der Ingwerwurzel reden und die mal ein bisschen hier zusammenscheißen, was das soll. Der Frau geht schlecht und die Kinder sind alle weg und er besäuft sich die ganze Zeit nur in der Bar. Das kann ja wohl nicht angehen. Hey Ingwer, du Penner. Deine Frau macht sich Sorgen um eure Söhne. Naja, meine Frau macht sich Sorgen um alles Mögliche. Ist ja kein Wunder, dass meine Jungs weg sind. Wenn Tilda nur ein bisschen ruhiger wäre, würde ich wahrscheinlich auch nicht so viel saufen. Boah, du Arschloch. Was willst du? Wenn du mir nichts zu sagen hast, hau ab. Am liebsten würde ich dir eine aufs Maul hauen. Was hältst du davon? Mit Patty können wir auch nochmal reden. Wegen deines Vaters. Ich hörte, dein Vater sei Pirat. Sagt man sich das, ja? Naja, dann wird es wohl so sein. Jetzt sag mir bloß noch, du hast das nicht gewusst. Kapitän Gregorius Emanuel Stahlbart ist der größte Pirat, den die Welt je gesehen hat. Natürlich weiß ich das. Aber ich muss es ja nicht jedem auf die Nase binden, oder? Und wann hattest du vor, mir davon zu erzählen? Ach komm, jetzt sei doch mal ehrlich. Was macht es schon für einen Unterschied, jetzt, wo du es weißt? Komm mir nicht mit der Freundschaftsnummer, mit gegenseitigem Vertrauen und so einem Mist. Da stehe ich nicht drauf, klar? Schon gut, ich hab's kapiert. Naja, auch recht. Dann reden wir mal mit dem Bauern. Ja, leck. Schön. Denn da oben ist die dicke Bertha, soweit ich weiß. Ich glaube, die Kuh heißt dicke Bertha. Ich glaube, das hat uns der Bauer auch schon gesagt. Costa Brava... Delgado ist weg. Den haben wir schon abserviert. Hier ist nichts mehr. Und hier ist der Bauer. Hey Bauer, du bewachst die Kühe? Ja, außerdem füttere und melke ich sie. Die Bertha hier, das ist die beste Kuh, die wir haben. Ihre Euter sind so dick und prall, dass die Milch nur so rausspritzt. Ja, sie ist ein echtes Prachtstück. Kein Wunder, dass Konrad will, dass ich sie bewache. So, die Bertha, also. Du hast doch bestimmt noch was vor. Ja, dann können wir jetzt hier speichern und dann können wir mal mit der Bertha reden. Hey Bertha, wie sieht's aus? Interessant. Hast du sonst noch was zu sagen? Okay Bertha, du bist mir zu blöd. Rede normal mit mir oder ich bring dich um. Niemand schlachtet ungestraft unser Vieh. Und jetzt stirbt auch noch Bauer und jawohl. Und jetzt legen sich die Wachen auch noch mit mir an. Na kommt nur her. Denkt ihr, ich habe Angst vor euch? Mit eurem Zahnstocherwaffen könnt ihr mir gar nichts anhaben. Okay, vielleicht doch. Na komm schon. Greif mich an. Ja, los. Nummer 1. Nummer 2. Und den Baum müssen wir auch mal verprügeln. So, jetzt hat. So, dann nehmen wir das Schwert und dann plündern wir den Bauer auch aus und klauen das ganze Zeug, was am Boden liegt und tun den auch aus. Dann tun wir die Berthas Schädel mitnehmen. Ja, hier wir... nichts zu holen.
Wir nehmen den Kopf von einer Kuh mit. Hier gibt's nichts. Warum, werdet ihr auch noch früh genug erfahren. Aber nehmt das jetzt einfach mal so hin. Wie gesagt, ich habe keinen Bock, dass ich da zweimal hin und her laufe, bloß weil die Quest so seltsam ist, dass man zweimal hin und her laufen muss. Jetzt schauen wir mal. Hallo, Bürgerin. Mir geht's gut. Mir auch. Hallo, Bauer. Lieber trainieren. Ah. Wobei, trainieren ist mal ein guter Stichpunkt. Welches Level haben wir denn mittlerweile? Wir sind Level 10 und haben noch 70 Lernpunkte zur Verfügung. Das ist doch eine Hausnummer, oder? Das ist doch jede Menge. Das Spiel ist echt gerade unangenehm, was Lags angeht. Aber ich denke mal, das ist verkraftbar. So. Da sind die drei Drillinge. Die warten hier nur drauf, dass ich ihnen sage, wie sie aus der Stadt rauskommen. Genauso wie Patty, die wartet auch darauf, dass ich ihnen sage, wie sie aus der Stadt rauskommt. Aber wir kommen bald aus der Stadt raus, denn die Quests in der Stadt neigen sich langsam dem Ende zu. Konrad hat eine ziemlich dicke, gute Kuh, die Bertha. Aha, damit lässt es sich doch arbeiten. Denkst du das gleiche wie ich? Bestimmt nicht. Er wird Bertha bestimmt vermissen. Und vielleicht wird dir Thorin daran erinnern, dass er noch mehr zu verlieren hat. Bertha hat's hinter sich. Sehr gut. Dann schnapp dir ihren Schädel und leg ihn bei Konrad ins Bett. Danach kommst du wieder zu mir. Gut. Wir müssen also eine arme, unschuldige Kuh töten und ihren Schädel in das Bett von Konrad legen, nur damit wir ein bisschen Geld verdienen. Es ist so grausam, die Welt von heute. Natürlich tue ich das sofort. Aber mir geht es ja nicht um das Geld, mir geht es ja mehr um die Erfahrungspunkte. So, und jetzt gibt es hier eine Kleinigkeit zu machen. So. So, jetzt speichere ich erstmal ab. Und räume hier oben mal das Haus aus. Denn der Konrad hatte bestimmt jede Menge für uns. Mhm. Was willst du hier? Ja. Was zum Gürger tust du da? Ja. Das war, glaube ich, schlecht. Oh, ja. Das war schlecht. Ja, da waren zu viele Zeugen. Dann laden wir gleich nochmal und versuchen das Ganze gleich nochmal. Ja, wenn ein Gegner zu stark für dich, solltest du zu einem späteren Zeitpunkt wiederkommen. Das wird es bald nicht mehr geben, wenn wir endlich in der Festung sind und uns zum Magier ausbilden lassen. Way! Ah, das dauert allerdings noch ein kleines Stückchen. So. Das hier ausräumen. Das hier ausräumen. Dann nochmal speichern. Und Konrads Bett. Da haben wir dann den Schädel draufgelegt. Okay. So, und jetzt können wir hier wieder abhauen. Die Quest finde ich übrigens besonders cool. Mit dem, dass man so oben rum muss und so weiter. Das finde ich richtig cool gemacht. So voll die verstohlene Quest. Und ja, eigentlich witzig.